Den Tag nach der Wahl hatte der Geheimrat kränkelnd im Bett verbracht. Die Deutschen mögen mich nicht, sagte er bitter. Ich mag sie auch nicht. Ich war am Wahlabend vor den Kreis der Freunde und Unterstützer getreten und hatte gesagt, Leute, es hat keinen Sinn, lange herumzureden. Das war das schlechteste Ergebnis für die DKP, die Deutsche Klassikpartei, seit es die Klassik überhaupt gibt. Natürlich sei der Geheimrat als Spitzenkandidat bereit, volle Verantwortung zu übernehmen. Man würde das Ergebnis sorgfältig analysieren und dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen und dann kam die Bombe. Johann Wolfgang von Goethe wird alle Parteiämter niederlegen. Der Wahltag hätte nicht sonniger und optimistischer beginnen können. Allerdings gab es unheilvolle Zeichen. Zwar waren die Wahlhelfer freundlich und beteuerten, dass sie dem Geheimrat ihre Stimme geben würden, aber auf den Wahlzetteln fehlte sein Name. Auch im Hauptquartier der Parteizentrale, das sich allmählich füllte, herrschte Bangigkeit. Dann stürmte Helmut Karasek in die Runde und verlas atemlos die ersten Ergebnisse. Er hatte sie illegal vom Infodienst Twitter bezogen. CDU 32, FDP 14, SPD 24, Linke 12, Grüne 10. Über Goethe verlor er kein Wort. Natürlich war die Empörung groß. Als das vorläufige Endergebnis bekannt wurde, ging ein Aufschrei durch die Runde. Der Geheimrat war am Boden zerstört. Unermüdlich hatte er Wahlkampf betrieben in den letzten Wochen und Monaten, bis an den Rand seiner körperlichen Kräfte und oft darüber hinaus. Und er ist weiß Gott nicht mehr der Jüngste. Er hatte weder sich noch seine Unterstützer geschont, hatte sich in Rededuelle gestürzt, hatte auf Marktplätzen, besonders in Weimar, das Blaue vom Himmel runter versprochen. War alles vergebliche Mühe, wie er in seinem Epigramm 478 notierte, willst jedermann vor Schaden warnen, es ist auch eine Rolle, sie trägt nichts ein, sie laufen dennoch nach den Garnen. Sollte sie das bewahrheiten? Nach Bekanntgabe des Endergebnisses formierten sich spontane Protestkundgebungen. Come down. Die Proteste blieben nicht folgenlos. Angela Merkel zeigte Wirkung, denn sie weiß wie keine zweite, was der Druck der Straße bedeuten kann. Also ich meine, wenn das so ausgeht, dann muss ich doch zurück in die Wissenschaft gehen. Nicht? Mein Mann, der forscht ja auch und wir müssen dann jetzt zu Hause mal ernsthaft darüber diskutieren, wie das mit dem Wäscheaufhängen geht. Das hat mein Mann nicht so drauf und da werde ich ihm jetzt assistieren. Die politischen Beobachter analysierten das Ergebnis in erster Linie als verheerende Schlappe für die SPD. Allerdings vergaßen sie zu erwähnen, dass auch die Deutsche Klassikpartei ein miserables Ergebnis eingefahren hatte. Karasek sah die Nacht der langen Messer voraus. Es müsste darum gehen, Lehren aus der Schlappe zu ziehen. Ich als Wahlkampfmanager kann nur sagen, haben die Leute nicht begriffen, was sie da angerichtet haben? Spüren sie nicht, wie bereits jetzt ein Hauch sozialer Kälte durchs Land geht? Ach Goethe, irgendwann wird man den Alten zurückrufen. Wie sagte Coach Sepp Herberger so richtig, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und verschwand für immer in der Kabine.